Ja, guten Morgen und herzlich willkommen im Implantology Center Kompetenzcenter Schweiz der ZWP Online hier in den Räumen der Swiss BioHealth Klinik, einer Spezialklinik für biologische Medizin und Zahnmedizin und für metallfreie Implantologie, angeschlossen an SDS Swiss Dental Solutions oder unterstützt durch Swiss Dental Solutions, dem Innovationsführer für Keramikimplantate, und angeschlossen an das CCC, Ceramic Competence Center, hier in denselben Räumen, wo wir einmal im Monat bis zu 25, 30 Hospitanten für eine Woche hier beherbergen zur Hospitation, wo wir dann alles, was hier passiert, in die CCC-Räume rüber streamen und übertragen. Das heißt, die Kollegen bekommen alles mit, eine Woche lang, was hier läuft. Mittwochs haben wir dann immer einen Prothetiktag, Freitag, Samstag den Kurs Biologische Zahnheilkunde und Keramikimplantate, für die wir auch ein Curriculum aufgesetzt haben. Und diese Woche haben wir Kollegen da, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Italien, USA und Japan. Insofern werde ich während der OP die Kommentare auch auf Englisch durchführen oder auch auf Englisch noch mit erklären, zweisprachig. Und während das Provisorium ausgearbeitet werden wird, was ja so circa 10 Minuten in Anspruch nimmt, werden wir zumindest eine der Patienten von dieser Woche, wir machen ja jeden Tag einen großen All-in-One-Fall, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden, und den Fall vom Dienstag werden wir dann ganz kurz hier präsentieren per PowerPoint und dann im Nachbarzimmer mit der Patientin ein kleines Interview durchführen, wie es ihr heute geht, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die potenzielle gesundheitliche Verbesserung. Deswegen operieren wir die Patienten ja hier. Und wenn wir Glück haben, dann ist auch die Patientin vom Montag rechtzeitig da, eine Patientin aus den USA, die wir dann auch noch kurz zeigen und interviewen könnten. Dann sollte das Provisorium fertig sein, sodass wir es dann anschließend gleich einsetzen können und Sie zu Hause keinen Leerlauf haben. Wir werden heute eine ganz liebe Kollegin operieren. 15-20% meiner Patienten sind Zahnärzte, sind Kollegen. Das spricht eigentlich für sich, glaube ich, für das Konzept. Und der Fall, den wir heute vorbereitet haben, wir haben hier das 3D und Sie sehen hier den, in der Ankündigung stand 1-2, da ist ein kleiner Zahndreher passiert. Es ist Zahn 2-2. Und wir haben natürlich für heute einen schönen, einfachen Fall rausgesucht. Wir sehen hier wurzelbehandelten Zahn. Perfekte Wurzelfüllung und trotzdem eine apikale Zyste, eine Aufhellung. Und wir sehen, wenn wir die Längeneinstellung machen, dass wir werden sehr sicher ein 14 mm Implantat einsetzen. Wir müssen ja bei Sofortimplantaten entweder über die Länge oder über die Breite gehen. Wir sehen, wir können etwas über die Länge gehen und Breite der Wurzel selber wären 4 mm. Da müssen wir dann schauen, welche Größe wir einsetzen. Wir sind flexibel, wir haben, ich glaube, 51 verschiedene Formen und werden dann als Sofortversorgung direktes Provisorium auf dem Implantat herstellen. Gut, so viel zur Einführung. Dann werden wir starten. Patientin haben wir vorhin schon die Anästhesie vorbereitet. Handschuhe sind. So. I was just explaining the situation on the CT scan. We have the lateral incisal left, so it's number 10 in US, I think. Das ist noch ein bisschen alles herziehen hier. And we see the bone is very nice. Noch kurz. Barbara, machst du mir noch kurz das Licht unten an? Halt, du bist steril, genau. Darkstand hochnehmen und Licht anmachen. Jawohl. Ja, einfach draufdrücken, genau, und wieder drüber. Sehr gut, super. And we could see the bone is very nice and we see even the, bisschen zu mir nach rechts rüber, perfect. Even the root canal treatment is perfect, absolutely perfect.
It's there's a nice cyst on the tip of the root. So, wir nehmen das Rabenschnabelskalpell und tun ultimativ vorsichtig, weil wir wollen ja eine perfekte Ästhetik erzielen. Unser Ziel ist immer, dass wir unser Provisorium anschließend besser aussieht als die vorhergehende finale Krone. Das schaffen wir in der Regel auch. Wir sehen von den Schleimhautverhältnissen, wenn wir es vergleichen mit der rechten Seite, da haben wir ein bisschen Luft, sehr komfortabel. So, you saw the cut with a curved scalpel was very smooth. And now we'll see if maybe just the crown or the root at the same time. So something is moving, but could be that it's just so. Let's see. Well, it seems that it's tooth already. Also scheint der Zahn schon zu sein, und wir sehen ja. Die Zyste hängt unten dran. Wir sehen auch hier, wie dunkel die Wurzel ist. Wenn man da dran riecht, dann weiß man, das ist infiziert. Ja, will man eigentlich nicht wirklich im Mund haben, bin ich der Meinung. Ja, hier sehen wir die Zyste. Wir sehen auch hier die Wurzelfüllung. Das dürfte Thermophil oder wie das Ding heißt sein. Überstopft sozusagen. Dann die Zyste verursacht. Okay, so we could see that it was slightly overtreated. Now we, in this case it's very easy because we just have to follow. Okay, yeah, we just have to follow. Dann auf die Starcam, ja, Starcam gehen. We just have to follow the root. Mostly the root is much more to the buccal side and we have to go more to the palate. Also ganz oft ist ja die Wurzel im Frontzahnbereich mehr nach vestibulär und wir müssen dann nach palatinal neigen. In dem Fall ist es super einfach. Das heißt, ich körne jetzt nur mal eben an, mach ein schau mal kurz mit dem feinen Tipp, wie wir liegen. Ja, man kann das sehen, genau in der Mitte, perfekt. Und mach dann die Pilotbohrung vorne weg. Die Lasermarkierung, die Sie hier an der Spitze des Saugers sehen, ist 14 mm, das wäre Knochenniveau. Die Verbreiterung des Bohrers entspricht dem prothetischen Plateau des 14 mm Implantates. Das heißt, wir Formteil dann bitte mal herlegen. Das heißt, wir gehen damit auf das Niveau, wo wir das Implantat gerne platzieren würden. Schauen uns eben die Position an mit dem Messstift. So. Ja, und wir sehen, wir liegen perfekt. Gut, ist ja auch nicht besonders schwierig. Dann haben wir hier unser Bohrer-Set.
ist auch erstmalig, dass es das so gibt, weltweit, aufgeteilt nach Knochenklassen, Knochenklasse 4, 3, 2, 1. Das heißt, das Bohrprotokoll wird determiniert durch die Knochenklasse, wir sehen hier gelbe Markierung, Knochenklasse 2. Sofortimplantate sind praktisch immer Knochenklasse 2. Wir starten auf jeden Fall mal damit und dann sehen wir weiter. Wenn wir sehen sollten beim Bohren oder beim Eindrehen, dass es zu viel Kraft drauf kommt, dann gehen wir auf die Knochenklasse 1. Also würden dann einfach entsprechend von Knochenklasse 2 auf Knochenklasse 1 switchen. So. Ja, jetzt sehen wir hier, dass die Wurzel war ja recht groß. Also so ein bisschen ein Sonderfall. Und wir sehen aber gleichzeitig von der Breite her haben wir ja nicht so viel Platz. Das heißt, das wird dann 1.1.4614 oval werden. Das schon mal vorbereiten. Das heißt, wir gehen jetzt eine Reihe weiter. Wir sehen also hier, das war 3,8, das ist 4,6. Knochenklasse 2, 4,6. Und haben dann natürlich, hätten beim 4,6er eigentlich eine zu breite Tulpe. Weil der normalerweise 6 mm hat. Werden wir aber nicht haben, weil es genau für solche Fälle ein Implantat gibt, oval. So, das ist jetzt nur mal ein Test, dass wir sehen, okay. So, what you see is what you get. Wir sehen, das ist jetzt natürlich ein bisschen zu breit. Das wird ja auch nochmal dann angepasst. 4614 oval, richtig, jawohl. So. Jetzt sind wir soweit vorbereitet. Wir schauen gerade noch mal rein mit dem dünnen Sauger. Und sehen, ja, perfekt im Knochen. Gut, war ja natürlich auch nicht besonders schwierig. Die schwierigen Fälle, die machen wir dann immer in den Hospitationswochen. Da schauen wir, dass da besonders tolle Fälle eingeplant werden. Wir werden hier noch, trotzdem wir jetzt 4,6 Implantat haben, werden wir noch einiges an Hohlräumen haben. Und diese Hohlräume sind Gold wert. Denn in die Hohlräume blutet es ein. Das sind Stammzellennischen, ist ein bioaktiver Container, wie das Ernie Fuchs immer genannt hat. So, we saw I was drilling to the diameter of 4.6 because the root was quite big and we are going to use an oval shaped implant. So now we are going to sterilize the site with ozone. So, wir setzen jetzt hier das Ozon ein, das sterilisiert den Knochen, tötet Bakterien, Viren, Pilze alles ab, ohne humane Zellen zu schädigen, weil das Endprodukt ist ja Sauerstoff, das wir in der Atmungskette ja benötigen als Menschen. Die ganzen Erreger, die sich da tummeln, haben ja eine umgekehrte, reverse Atmungskette und werden durch Sauerstoffprodukte abgetötet. So, the ozone is for the sterilization, for disinfection of the socket. It's very important that we remove all the ligament. So the brain knows the tooth is gone and is releasing growth factors. Die Ligament muss vollständig entfernt werden, weil nur so weiß das Gehirn, dass der Zahn auch weg ist und setzt dann Knochenwachstumsfaktoren frei. Wenn wir das der Resorption überlassen, dauert es ja einige Tage, bis das resorbiert ist und erst dann wüsste das Gehirn, dass der Zahn weg ist.
So, wir sehen jetzt hier das Implantat oval. Ich gehe mal hier drauf. So, we see it's an oval-shaped implant, 4.6. And it's screwed onto, you see it's absolutely stable and there is no movement in between. So, and there is the so-called ISO adapter, der hier eine komplett feste Verbindung schafft, so this is absolutely stable, because in many cases we have to direct the implant in the drilling socket, what is not congruent to the tooth, to the root socket. Also, das ist ganz wichtig, dass diese Verbindung super stabil ist und man sieht hier auch, ich stütze mich ab, halte mit beiden Händen. In dem Fall müsste ich es nicht machen, weil es ja eine einfache Situation ist und die Richtung genau übereinstimmt. Aber in vielen Fällen müssen wir sehr knapp neben dem alten Bohrloch, bei einer Explantation beispielsweise, oder neben dem alten, der alten Alveole. Okay, jetzt sehen wir, das stoppt bereits hier schon. Das ist natürlich ein bisschen früh. Das heißt, für uns ist didaktisch natürlich sehr wertvoll, dass wir hier auf Knochenklasse 1 gehen müssen. Wir haben hier 30 Newton-Zentimeter eingestellt. Das heißt, wir nehmen das Implantat nochmal raus. Also es zeigt sich, dass dann, wenn wir auf die Alveolenwände kommen, der Knochen sehr viel stabiler ist. So, we could see that it already stopped quite early with 30 Newton-Zentimeters. That means the bone is stronger than expected. So I'm going to drill for the bone class 1. It's still 4.6, but bone class 1, red mark. Die Qualität des Knochens wird natürlich bestimmt und determiniert durch die Vitamin D3, das ist der wichtigste Faktor, denn nur bei Anwesenheit von Vitamin D3 und K2 natürlich noch, kann Kalzium in den Knochen eingebaut und stabiler Knochen erzeugt werden. Das überprüfen wir vorher und supplementieren die Patienten auch entsprechend. Das heißt, die erhalten eine bestimmte Mischung an Mineralen, Vitaminen, die 4 Wochen vor der Operation. Da gibt es Studien von Chokrun und Kuri, die das zeigen, dass das sehr sinnvoll ist. So, jetzt werden wir sehen, dass es dann gleich viel besser geht. So, the quality of the bone is determined by the Vitamin D3, what we check and test in all our patients before the surgery, and they have to take supplements before the surgery and the 4 weeks after as well. So, dann drehen wir es mit der Ratsche vollends rein. So, was wir jetzt eben sehen, ich gehe noch mal ein bisschen zurück, wir sehen jetzt vielleicht so bei 35, vielleicht war es auch schon 40 und ich habe jetzt mal ein bisschen zurückgedreht, sodass wenn ich es dann loslasse, dann will ich, dass es nicht mehr als 35 Newton-Zentimeter sind. Ob Keramik oder Titan spielt keine Rolle. Die Compacta darf keine Kompression abbekommen, weil sie eh schon schlecht durchblutet ist. Und wenn wir da noch Kompression drauf bringen, dann geht der Knochen zugrunde und ob der Knochen noch gut ist in 10 Jahren oder nicht, wird nur von einem einzigen Faktor bestimmt, nämlich von der Durchblutung, sogenannte Marmotus Law, gibt es entsprechende Studien und deswegen haben wir lieber mal etwas mehr Hohlraum bei einem dennoch stabilen Implantat, deswegen ist unser Implantat an der Spitze so aggressiv, dass wir es immer stabil kriegen, aber oben gerne mal Hohlräume haben, wo neuer lamellärer Knochen reinwächst, der Blutgefäße gleich mit sich bringt. So. So. Man sieht, ich gehe ein paar Mal vor und zurück.
damit der Drehmoment dann genau 35 beträgt. Ich bin jetzt noch eine Stufe weiter rein, dass das prothetische Plateau genau auf Höhe der Gingiva liegt. So. So. Dann Formteil nochmal geschwind. So. We would like to have 35 Newton centimeters. And you see we're in a perfect position. Now we're going to do the preparation for the 10B1 of the post. So the zirconia of SDS, it's allowed to shape it. I did 18,000 implants in the last 17 years, and I definitely know, and there are some studies as well, that there is no harm to the ceramic if you shape it. Also ich habe 18.000 Implantate in den letzten 17 Jahren gesetzt und definitiv gibt es da keine Probleme für die Keramik, wenn wir die beschleifen. Selbstverständlich frischer Rotring-Diamant. Man sieht hier den Ring. Maximale Wasserkühlung. Und komplett drucklos. So, wir sehen, dass das eine sehr gute Wahl war. Dieses ovale Implantat passt hier perfekt rein. Wenn man sich das Implantat nimmt und mal das Geodreieck anlegt und schaut, wie viel man da wegschleifen kann und würde sich noch mechanisch wohlfühlen, dann sieht man, das sind bis zu 35 Grad. Das hängt damit zusammen, dass die Tulpe eben relativ groß ist und wir dadurch genügend Fleisch haben. So, now we are shaping the implant with a red ring diamond. Please use a new one. Maximum water cooling, no pressure at all. Very softly, and there will be no damage to the implant. And since we have a quite big tulip extension, we have enough material to shape even angulations up to 35 degrees. That is something you could test if you just take a picture of the implant and draw a line where you would still feel comfortable. So, I'm now going to use a quite thin diamond to adjust it here, not to touch the papilla. Dann brauche ich gleich nochmal das Test, das Formteil zum Testen. So, you see, there is nearly no bleeding and it looks like, nearly like it, it's already healed in, so we see perfect situation and now we use the other one. Good, then
So, wir sehen, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Nee, brauchen wir nicht. Wir trocknen es jetzt. Was habt ihr vorgesehen? Welche Farbe? A1, okay. So, we don't dry it completely, because then it might be attached or glued, sticking to the implant. So we see there is some, the technician has already prepared an insert for the aesthetic. So that's Luxatemp, what I use, das ist Luxatemp, was wir nehmen. Zahntechnik hat eine kleine Facette eingeklebt und die Assistenz tut hier schön wegsaugen, aber nicht komplett trocknen, weil es sonst dran klebt. Okay. So, dann bitte kräftig zubeißen. Ja gut, okay, haben wir eh keine Sorgen. Kannst du wieder aufmachen. Okay. So, we see. No way to touch the crown. But anyway, we're going to glue it to the neighboring teeth. So, there I have put a probe. Da habe ich eine Probe hingemacht, damit ich kontrollieren kann, wenn es angezogen hat. So, I have a control when it's ready to remove. The best time to place any implant is right after the extraction, because all the system is for, is going for bone healing, bone healing, bone healing, and you should not miss this very important time of the healing. So. Dann reicht mir die Assistenz bereits schon eine alte Nahtschere, mit der ich hier die unter sich gehenden Stellen entferne recht schnell, solange es noch weich ist. I'm going to remove the excess material. It's still quite soft. Oklofolie braucht man nicht ausnahmsweise, weil wir gar keinen Kontakt haben. Ja. So. Wenn ihr es dann nachher dazwischen drin einprobiert, dann den Rand genau angucken, wenn da irgendwo noch was fehlen sollte, dass der absolut perfekt passt, dann einfach noch ein bisschen mit Flow unterlegen. Gell? So, please close. Okay. So, okay, that's it. We see it's very easy. We'll have no contact. And now we will. Technician is going to finalize the temporary, and in the meanwhile we are going to show the case 2 days ago, Tuesday. So, während der Zahntechniker das fertig macht, werden wir dann kurz den Fall zeigen, den wir am Dienstag gemacht haben. Ich tue noch ganz kurz schön Procain ein bisschen einspritzen. Das machen wir immer noch mal auf der Außenseite. Procain erkläre ich in unseren Kursen immer sehr ausführlich. Unser wichtigstes Neuraltherapeutikum, einer der heiligen drei Könige. Die drei, Procain und Vitamin C, sind die drei wichtigsten Medikamente für uns. So, und noch etwas mehr. So, okay. Dann eben mal zubeißen. Okay, perfekt. So, prima. Dann geht es nachher gleich weiter. Ich werde jetzt eben, während das im Labor ausgearbeitet wird, danke, den PowerPoint starten und den Fall eben kurz zeigen. So. Gut. Okay. So, das ist unser Fall, den wir am
Dienstag gemacht haben. Wir haben ja, wie gesagt, meistens nur einen Fall pro Tag. Und das ist eine Patientin, die hat in einer renommierten, sehr bekannten Praxis 4 Implantate bekommen. Nach kurzer Zeit alle 4 wieder rausgefallen. Dann hat sie einen Titanstimulationstest gemacht. Der war positiv. Das hat die Kollegen aber nicht irgendwie dazu bewegt, das Konzept zu überdenken. Haben 4 neue Implantate eingesetzt, wovon eins auch gleich wieder rausgefallen ist. Der Patientin ging es seitdem gesundheitlich immer schlechter. Sie wird es nachher ganz kurz schildern. Und hatte bis zu diesem Punkt, den man hier auf dem Röntgenbild sieht, bereits schon 50.000 Euro ausgegeben. So, the patient had already spent about 50.000 euros for 2 times in search of the titanium implants, even there was a intolerance test positive. That was the pink ceramic. Of course, in some times we have to do pink ceramic, but I think you can do it nicer. That's okay. Wie geht das jetzt hier weiter? Ah, okay. That's the case. We cemented, muss ein bisschen leiser sein im Hintergrund. That's the case we cemented 2 times ago. And you see, that is how we do the pink ceramic. It was a huge defect, but you see, even on the same day of the insertion of the placement of the final crowns and bridges, you could barely see where is the pink aesthetic. Also man sieht hier, das haben wir vor 2 Tagen eingesetzt, am Mittwoch mit einem riesigen Defekt, auch im Implantologiefall, den ich heute im Kurs zeige. Und so sollte eigentlich pink aesthetic aussehen, nicht so. Das finde ich ja schon etwas lieblos. Das war das postoperative Ergebnis. Wir haben hier schon einiges runtergeholt. Wir werden dann später da eventuell noch eine zweite OP machen, noch mal ein bisschen Weichgewebe verbessern oder eben auch, aber eben auf diesem Niveau mit pink Ceramic arbeiten. Und so sieht es dann direkt postoperativ von außen aus. Und das ist dann das postoperative Ergebnis. Man sieht, die beiden Implantate waren viel zu dicht an den Dreiern dran. Ich musste also hier bohren und schauen, dass mein Implantat wirklich auch nicht dem alten Bohrung folgt, sondern dieser Bohrung folgt. Hier genau dasselbe. Wir sehen, es hat perfekt geklappt. Da kann man sich auf das SDS-Implantat hundertprozentig verlassen, einfach durch diese dünne Spitze und das extrem aggressive Gewinde. So sah das aus nach dem Abnehmen der Abutments. Man erkennt unschwer Chemlock-Implantate und wir sehen auch hier dieses Implantat, das war schon verloren gegangen. Das Loch, das noch da war, war viel zu weit palatinal. Dieses Implantat war in den Nervkanal gesetzt. Wir sehen es nochmal hier, das ist der Canalis incisivus, als Implantat entfernt war, sehen wir hier den Kanal. Das heißt, jetzt muss ich eine Bohrung machen, weil die Position war ja in dieser Dimension korrekt, aber ich musste mehr nach vestibulär gehen. So we see that this implant was placed into the nerve channel and I had to move it a little bit to the buccal side. And you see that was the drilling and so we created some space for the nerve again. Haben wir wieder Platz für den Nerv und dann haben wir das, die Gingiva mobilisiert. Wir machen keine vertikalen Schnitte, wir machen keine Periostschlitzung, sondern eine sogenannte Brushing-Technik nach Chocron und Simon Pieri, bei der ich bis zu 1,5 cm die Gingiva dehnen kann, den Lappen dehnen kann, ohne Periostschlitzung zu verwenden. Und dann haben wir ein sogenanntes Chocron-Schnitzel hergestellt, wo das Knochenersatzmaterial eine ziemlich feste Stabilität bekommt. Vestibulär auch aufgefüttert, auch zur Lippenstützung, weil natürlich am Kieferkamm sehr viel Material gefehlt hat. Das ist die Situation nach dem Abdecken mit den APF-Membranen. Darüber haben wir noch einen sogenannten Poncho gelegt, dass alles sauber abgedichtet ist. Und hier sieht man, wie die Gingiva bereits liegt nach diesem Brushen, nach dem Dehnen, ohne dass wir überhaupt jetzt irgendwelche Spannung draufbringen, also komplett spannungsfrei. Es ist dann die Situation mit apikalen Matratzennähten, denn sobald Spannung auf der Papille drauf ist, werden wir Knochenverlust haben, ganz einfach, das ist ein biologisches Gesetz. Es ist dann nach dem Zunähen und was wir hier sehen, ist, dass wenn wir die Lippe bewegen, da ist 0,0 Bewegung auf den Papillen drauf. So we can see we did the so-called brushing technique to extend the periost and so we see here we have a lot more. We placed the
so-called chukrun schnitzel and some PF membranes on top and the poncho technique, then the apical matrix sutures, and we closed it and you saw that there was zero movement on the papilla sutures. So that is how it should be. So I think that's it. Okay, now we're going, I'm going over to the other room and doing some Interview with the patient. So ich gehe jetzt gerade in einen anderen Raum rüber und werde dann kurz mit der Patientin sprechen, wie es ihr denn geht und was sich eventuell verändert und verbessert hat. Okay, der alte Hausfrauenfehler, Mikrofon anmachen. Wir sind jetzt hier mit einer ganz lieben Patientin, die wir am Dienstag operiert haben. Ich habe ganz kurz ihre Leidensgeschichte erzählt. Die zweimalige Implantation, Implantat wieder verloren, Stimulationstest und so weiter. Und postoperatives Ergebnis. Wir sehen, Ihnen geht es ja nicht so schlecht, 3 Tage nach der OP. Ja. Ich würde Ihnen jetzt gerade mal das Mikrofon geben und dann sagen Sie uns gerade mal, was Sie vorher so an Beschwerden hatten, wie es Ihnen ging. Einfach ganz kurz in 2, 3 Sätzen und dann werden wir ganz kurz nochmal drüber reden, wie es Ihnen heute geht, ein paar Tage später. Also seit 10 Jahren litt ich wirklich auf chronischen Müdigkeit. Ich war ständig, also ich konnte kaum noch arbeiten. Ich hatte Schmerzen im Unterleib. Ganz starke Krämpfe. Ich war auch bei Untersuchungen, die haben nie was festgestellt. Also genauso Magen, also so Magen-Darm bis Unterleib. Das war wirklich sehr, sehr schmerzhaft die ganzen Jahre. Und ich hatte wahnsinnigen Kopfdruck. Ich habe Gefühl gehabt, ich muss mir die Implantate ausreißen. Also so schlimm war dieses Gefühl. Also es war immer ein Störfeld für mich, obwohl ich es versucht habe zu akzeptieren. Aber mein Körper hat es automatisch so irgendwie versucht wegzukriegen, genau. Also das waren die Hauptbeschwerden. Abgesehen davon Konzentrationsstörungen ohne Ende. Ich konnte mich in der Arbeit überhaupt nicht mehr konzentrieren. Das haben auch Leute um mich herum eben alles gemerkt. Ja. Okay, dann kam die Patientin irgendwann zu uns, hatte sich informiert selber. So geht es dann auch meistens, dass die Patienten eben ins Internet gehen und schauen, was gibt es da für Alternativen zu Titanimplantaten. In den meisten Fällen funktionieren Titanimplantate, ich habe selber 12.000 gesetzt, aber es gibt eben doch immer mal wieder Patienten, die das nicht tolerieren, nicht vertragen und die Formulierung, mein Körper hat sich dagegen gewehrt, er hat sich ja auch dagegen gewehrt, es ging ja mehrmals verloren und wir haben ja gesehen, auch dann im Endzustand, als wir dann angefangen haben zu operieren am Dienstag, war ja eines bereits schon verloren. Und jetzt interessiert uns natürlich, wie es Ihnen heute geht, 3 Tage später, was Sie so, wie, vielleicht ganz kurz ein Satz, wie die Operation war, ob das sehr schlimm war, es ging ja recht lange, wir haben glaube ich 7 Stunden oder so gearbeitet. Wir müssen dazu sagen, wir haben nicht nur die Frontzähne gemacht mit Provisorium, sondern auch noch die 4 Cavitations, also die 4 Nikos, die Osteolysen in den Weisheitszahnarealen, die auch noch sehr, sehr groß waren, die machen wir immer gleich mit. Von daher war es eine recht lange OP-Dauer und da interessiert uns jetzt eben, wie es Ihnen in der OP ging und wie es Ihnen jetzt heute geht oder was sich die letzten Tage, ob sich da körperlich was verbessert hat und wenn ja, was? Also die OP an sich, das war für mich ein Wunder. Das war ein Spaziergang im Vergleich zu den vorherigen OPs, die ich mit Titanimplantaten hatte. Es war wirklich sehr leicht auszuhalten für mich. Ich war überrascht, dass es sowas überhaupt gibt, so eine leichte OP. Obwohl es 7 Stunden waren, ich habe es nicht gemerkt. Muss ich ehrlich zugeben, Hut ab. Genau. Und
wie ich mich jetzt fühle. Ich muss mich erden, damit ich wirklich nicht zu viel mache, weil ich bin voller Elan, voller Energie. Alle Beschwerden sind wie weggeblasen. Ich bin extrem fit. Ich spüre das jetzt klar, das arbeitet alles, ist ja normal, das, aber es ist alles, ich bin kaum geschwollen, also das kenne ich nicht. Früher nach den 2 Transplantationen, ich war gewaltig geschwollen und ich war immer mindestens 4 Wochen im Bett. Also das ist für mich ein Wunder. Was hat sich verbessert hier in diesem Bereich? Ja, also alles weggeblasen, also ich habe überhaupt, also Magen, Darm, Unterleib, alles weg. Überhaupt nichts mehr. Mein Nacken auch total gelöst, also ich bin fit, ich bin so klein im Kopf, ich kann es gar nicht glauben. Ich habe Gefühl, ich muss nicht mal schlafen. Okay. Es ist unglaublich. Ja, schön. Ich muss mich zwingen zu ruhen. Ja. Okay, super. Dann ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier vor laufender Kamera im Livestreaming kurz ein Statement abzugeben. Aber ich denke, erzählen kann man ja viel und es ist immer gut, mal sowas live zu sehen, wenn man das auch als Statement niederschreibt. Ist immer die Frage, ja, stimmt es wirklich auch? Ganz besonders spannend ist natürlich dann für unsere Hospitanten, bei uns ist jeder herzlich eingeladen, es kostet auch nichts. Sie kriegen sogar noch ein Mittagessen, wenn Sie zu uns kommen zur Hospitation und können sich dann einfach live davon überzeugen, was da passiert, was wir tun, wie das Konzept funktioniert und vor allen Dingen dann auch live mitbekommen, direkt, wie geht es dem Patienten anschließend. Ganz herzlichen Dank und damit gehe ich gleich wieder zurück in den OP, werde kurz den nächsten Fall erläutern, wo wir gleich dann in ein paar Minuten nochmal ein Statement hören werden. Bis gleich. So, okay, also jetzt nächster Fall, den wir ganz kurz präsentieren werden, Fall vom Montag, Patientin aus USA mit 3 wurzelbehandelten Zähnen, die beiden wurden schon entfernt, riesiger Canalis incisivus, wir dachten erst, wäre vielleicht eine Zyste, so this patient is from US and 3 root canals and the 2 lateral incisors had been removed already and we thought the canal here is a cyst, was huge, and we see it was the situation, she had a flipper, eine rausnehmbare kleine Prothese, und wir sehen hier die Querschnitt, ich habe mal nur die beiden Lücken hier genommen, wir sehen, das sind hier 4,5 mm Knochen nur und wir sehen auch hier, die Wurzel war sehr stark nach vorne geneigt, hier eine extreme Einziehung. Hier sieht man, war quasi in die Richtung gar kein Knochen, aus dem Grund, weil hier der Canalis incisivus schon rüberkam. Das heißt, unsere Aufgabe schon darin bestanden, hier genau reinzukommen, gleichzeitig den Knochen ein bisschen aufzudehnen, auch hier genau reinzufahren. Und bei gleichzeitig die Implantate etwas nach distal zu neigen, weg von dem Canalis incisivus und dann hier schmale Implantate hier rein, der war natürlich super einfach. So our goal was to place the implants away from the canal and exactly into this direction. And we see that's the 5 implants, the final canal.
temporary crowns, so quite nice, exactly the same color, the same shape, plus the two T's, where the patient had a flipper. Und da sehen wir also hier ein schönes Provisorium. So hat der Patient dann am OP-Tag die Klinik verlassen. Und wir sehen hier die Implantate. Hier können wir uns schön vorstellen, seitlich am Kanal dran vorbei. Dann hier schmale 3,2 und kurze Implantate, damit ich hier genügend Platz habe. Das hier ist ein 5,4 Implantat und hier unten zwei schöne Balkonimplantate. Also Sie sehen, das sind beides Fälle, die jetzt nicht irgendwie aus 10 Jahren rausgekramt wurden, um hier mal den schönsten Fall zu präsentieren, wie man es ja normalerweise immer macht, sondern es sind einfach zwei Fälle von dieser Woche Montag und der letzte Fall war Dienstag und auch die Patientin ist bereit, gleich noch ein Statement abzugeben. Die müsste jetzt gleich drüben sitzen, ich gehe dann gleich wieder rüber. So we see it's a perfect result. The implants are placed aside the canal, short and small implants in between, so to not to touch the neighboring teeth or the other implants. And we see we removed as well the two molars and the immediate implants in the distal sockets, so-called balcony implants. And you, I think you will understand what is the idea of that. We are sealing the other socket and we are creating a perfect emergence profile for the final crown. And of course we did the four cavitations as well. Die Phenikos haben wir natürlich gleich mitgemacht. Sie hatte ungefähr 9 Stunden OP-Dauer. Ich habe sie seitdem noch nicht gesehen, bin gespannt, wie es ihr geht. Gehe mal gerade eben rüber, werde kurz das Interview mit ihr machen und sie dann auch entlassen, fliegt heute Abend, glaube ich, zurück nach USA. Und in der Zwischenzeit wird dann nachher, während ich sie entlasse, die 5 Minuten, die Marina, unsere Zahntechnikerin, kurzes Provisorium anprobieren. Okay, so I just presented you the other case hi. From Monday. We did it on Monday. It was a huge surgery, I think 8-9 hours, something like that, because we had to 8.5 hours, so we had to do the cavitations as well. And I already explained on the PowerPoint presentation our dentists what we did. So I'm just curious, how had been your symptoms before the surgery? So why you thought you should remove your root canal teeth, or maybe it was recommended by your biological MD, and what changed over the last days, how you feel and what's going on? Okay. Well, the reason that I, how I figured out that I needed to do the surgery is that I had IV ozone treatment 6 days a week for about 6 weeks. Mm-hmm. And by the second or third treatment, all of the roots of my teeth ached, like when you have a sinus infection. Mm-hmm. And I had always been suspicious of my root canals because I had done research and I had had ozone injections and they thought they were fine. What is your main health issue? Why you did the ozone injections? Chronic Lyme disease and the co-infections of Babesia, Bartonella, Mycoplasma, mm-hmm. and Ehrlichiosis. Mm-hmm. And the ozone IVs worked really well, except the teeth never stopped aching. And so that's when I went on a quest to find out how I could figure out how to get rid of these root canals, how to replace them, all of that. Mm-hmm. And that's when I found Dr. Jarvis. Hi, Dr. Jarvis, in Santa Rosa. Mm-hmm. And he took out 7 and 10. Mm-hmm. And I got great relief from that. Mm-hmm. That helped a lot. Those were allegedly the worst mm-hmm. infections. Mm-hmm. And but he's getting ready to retire, and at the time didn't do zirconium implants. Mm-hmm. And then I joined Klinghardt's Facebook group and found mm-hmm. you. Mm-hmm.
And here we are. Okay. And with each tooth that you removed in the surgery, mm-hmm. I lost a quadrant of pain. Mm-hmm. So each elbow of mine were horrible. I couldn't lift even 3-pound hand weights mm-hmm. for any length of time anymore. Mm-hmm. I would drop things a lot mm-hmm. because I just didn't mm-hmm. have much of a grip. Mm-hmm. So with each tooth, those went away. Yeah. I could not take deep breaths, mm-hmm. and I can take deep breaths now, really wow. long deep yeah. breaths. That's the most exciting part. Mm-hmm. And I also had an area all along here mm-hmm. where if I put my head down, mm-hmm. it would not only be very sore, but it would also get almost like paralyzed. Mm-hmm. It would kind of freeze mm-hmm. so that I couldn't even shave my arms. Mm-hmm. Mm-hmm. And now I can. Wow. And my vision. Mm-hmm. My vision was blurry. And I noticed when you first laid me back that I saw the eye chart. When mm-hmm. you took out my canine, my vision went clear again. Mm-hmm. And the best part is my surgery was Monday, today is Friday. Mm-hmm. The joint pain is still all gone. The mm-hmm. neck pain is still all gone. My mm-hmm. vision is still clear, mm-hmm. and I can still breathe deeply. So now I'm just convinced that now I'm going to be able to just kick Lyme okay. all the way to the curb because the infections are gone. Yeah. Yeah, wonderful. Yay. Okay. Thank you so much for this very nice statement. So I remember very well when you did the surgery. We have on all treatment rooms on the ceiling, we have a vision chart, so the patient is before the surgery checking his vision, and we see that all patients, when we remove root canals and inflammations from the jaw, they improve with their vision right away, and it is something we could measure. So that's why I like it very much. I remember when you said, wow, I could read to the lowest line, and then during the surgery, you told me, oh no, my pain in the left elbow is gone, the pain in the right elbow is gone. So that's very nice, and actually that is what is motivating us. We are not just dentists replacing crowns, doing fillings. We are creating health and improving the health of our patients. That is the most inspiring thing you could do. And when you saw what we just changed the lives of the patients from Monday and Tuesday, so you could imagine how fulfilling dentistry could be. And in the meanwhile, we have even 3 dentists. They had been retired already and they started to work again because they had so much fun on the concept. And as well, I'm very happy that Dr. Chavez, who did the treatment, where came the first improvement, he's here in Konstanz, in Kreuzlingen, at our course for the weekend. So that's how it goes. So we are very happy that this concept is of a lot of interest for many dentists. It's a miracle. Thank you very much for this statement. We will now, in the meanwhile, Marina, our technician, is going to check the fitting and the color of the temporary, and in the meanwhile, I'm going to say goodbye to the patient and maybe injecting some Brocaine, and I will be back in about 2 to 3 minutes. Thank you very much. Okay, wir sehen das Röntgenbild. Gut. War natürlich auch keine Kunst, gebe ich offen zu, dass wir dann einfach einen Fall gewählt haben. Aber ich denke, es war jetzt sehr interessant, kurz 2 Statements zu hören. Und für die noch nie hier waren, bei uns, wie gesagt, die Hospitation ist kostenfrei, kriegt sogar ein Mittagessen, Kaffee trinken, alles. Und weil wir einfach sagen, wir reden nicht nur und erzählen, sondern was wir tun, ist live und ohne Netz und doppelten Boden. Deswegen heute 2 Fälle vorgestellt von Montag und Dienstag, nicht die schönsten Fälle der letzten 10, 15 Jahre. Und auch hier ist alles live. Und wenn Sie mal 1, 2, 3, 4 Tage, was auch immer, zur Hospitation zu uns kommen, dann werden Sie eben sehen, was da so jeden Tag passiert und was da funktioniert. Natürlich funktioniert nicht immer alles reibungslos. Besonders dann ist es spannend für die Kollegen, wenn sich Situationen als sehr schwierig darstellen. So war es auch Montag, Dienstag, aber das Ergebnis war dann ja sehr schön. So, jetzt sind wir wieder hier und machte mir das Licht noch ganz kurz an, habe ich vergessen, hier. Und jawohl, dann auf StarCam wieder gehen. So, hier muss man nur einstellen. So, könnte jetzt noch ein bisschen mehr zoomen. Gut, okay, so ist gut, jawohl.
So. Okay. Provisorium, jawohl, schön vorbereitet. Sieht super aus, würde ich sagen. Aber parallel zu dem anderen und Patientin will noch bleachen, habe ich gehört, genau. So, jetzt dieses Verkleben ist auch nochmal eine recht interessante Sache. Das zeige ich jetzt hier sehr genau, wie das läuft. Da ist es gut mit der Kopfkamera, dass man sehen kann, was ich hier mache. So, ganz kurz. So, ich habe jetzt hier den kleinsten und feinsten Diamanten ohne Wasserkühlung und mache jetzt hier eine Retention rein. So now we're going to glue the temporary in between the two neighboring teeth. So for that, if you just would glue it, it could get loose. The connection is stronger between the natural tooth and the composite than to the temporary. That is the reason why we do a mechanical retention into the temporary on both sides. Das eine ist ja eine Krone, dann brauchen wir auch das Flusssäure-Aidgel. So. Wenn sich das lösen würde, dann tendenziell zwischen dem Provisorium und dem Flow nie zum Zahn, weil da haben wir ja Säure-Aids-Technik. Deswegen bauen wir hier mechanische Retentionen noch ein, wo das Flow reinfließen kann. So, ich tue mal noch. So, ich höre gerade Mikro ein bisschen näher oder ein bisschen lauter reden, wie auch immer. Machen wir. So, dann mal hier kurz die Zähne reinigen. Ich bereite es dann gleich vor, kleinen Moment noch. Das sind beides Kronen, okay. Das heißt, wir reinigen das eben etwas und erzeugen eine Mikrorauigkeit ohne Material wegzunehmen. Und wir sehen, wenn das Implantat perfekt passt, sauber abdichtet, haben wir nahezu keine Blutung. Das heißt, wir haben hier auch keinen Stress jetzt irgendwie mit Blut oder Feuchtigkeit. In dem Fall sind es ja Keramikkronen, also tragen wir hier die Keramikflusssäure auf. So, das gerade so halten, genau. In der Zwischenzeit mache ich eben das Provisorium, die Vorbereitung soweit fertig. So, since both neighboring teeth are ceramic crowns, we are using the ceramic etching liquid. And in the meanwhile, because that should be for 1 or 2 minutes, we are going to bonding. Prepare the temporary. So. Und tun das hier gleich aushärten. Das dann schon hier parat. In der Zwischenzeit spülen wir die Aidgel wieder ab. Silan brauchen wir dann als nächstes.
Dann Bonding. Schon dran? Mhm. So, wir müssen es eben hier sehen, normalerweise Zahn raus, verheilen lassen heißt Knochen weg, Gingiva weg, Flipper einsetzen, dann möglicherweise, nicht in dem Fall, aber wenn weniger Knochen da wäre, wäre das Risiko, dass es eventuell nicht reicht, Knochenaufbau machen, Implantat einsetzen, einheilen lassen und gut, dann kannst du loslegen. Mhm. Und dann die ganze Sache mit Abutment einprobieren und so weiter. Also es sind schon einige Sitzungen und so ist alles vorbei. Patient geht mit einem festen Zahn aus der Praxis raus und das nächste Mal nehme ich das Provisorium runter. Ein paar Sekunden nachpräparieren, Abformung und ja, nicht zu viel reinmachen, genau. So. Also jetzt habe ich das schon, das Flow aufgetragen seitlich. Hat man sehr schön gesehen. Gut, das ist Dorelon. Seitlich Flow vorbereitet. Setzen wir das drauf. So, und dann gleich schon mal mit dem Licht, sobald ich es in der richtigen Position habe. So, jetzt im Licht drauf, approximal. Wegfließt. Gut. Okay. So, Kleben hat auch den Vorteil, dass ich sofort, gut, in dem Fall ist der easy, aber sofort mit der Okklusionsüberprüfung reagieren kann. So, you saw we have put some flow in between. Mal sauber geschwind. So. Und immer so, wenn es irgendwo ein bisschen blutet, dann ein bisschen was wegmachen. So. Okay, ich spreche ein bisschen lauter, mache ich. Mhm. So, dann gerade mal aushärten. Mhm. So. Goes very nice with the flow, imagine. So. And on the palate side, we could put even a little bit more flow then, because got enough space to the lower sizes. So. Nochmal halt, den Sauger nochmal schön. Gut, dann aushärten. Mhm. So. We calculate for one immediate implant, temporary included, somehow 1 hour. And you have to take into account that the prosthetic will be just one appointment and extremely quick. So at the end, we need a lot less appointments than any other concept and a lot less time. Of course, we might need a little bit more time in the first appointment, but patient
will have a way better aesthetic, much more comfortable. Also unterm Strich behaupte ich, gegenüber jedem anderen Konzept brauchen wir deutlich weniger Zeit. In der ersten Sitzung natürlich jetzt heute ein bisschen mehr. Aber dafür ist die zweite Sitzung ist bereits schon Abformung. Und die ganzen Notfallsitzungen fallen weg. Das heißt, Patient bricht die Klammer vom Provisorium weg oder er verliert seine Maryland-Brücke, die bricht ab oder irgend sowas, fällt alles weg. So, da müssen wir aufpassen, dass man da an der richtigen, ja, zieht noch, braucht noch einen Moment. Und wir haben eben nur eine Sitzung, wir müssen einfach sehen, der Patient, in seine Zeit ist ja möglicherweise genauso wertvoll wie unsere und er ist sehr, sehr dankbar, speziell Patienten, die von weiter her kommen und bei uns kommen 70% der Patienten aus den USA, sind natürlich sehr dankbar, wenn die möglichst wenig Termine haben. I was just saying the time of the patient is as precious as our time and they're very grateful if they will have less appointments and we should not just count the time they spend in our office and in the waiting room as well, but for traveling and to our clinic, maybe absence from work, habt ihr mir nochmal einen frischen spitzen Brownie bitte? Wir dürfen also nicht nur die Zeit sehen, die der Patient in unserer Praxis und im Wartezimmer verbringt, sondern natürlich auch die Zeit, die er verbringt auf der Straße und vielleicht Abwesenheit von der Arbeit wegen Schwellung oder sonst irgendwas. Ja. Unsere Patienten könnten alle am nächsten Tag wieder voll arbeiten, wollen wir aber nicht, denn Wundheilung, Knochenheilung und Immunsystem läuft ausschließlich ab im Parasympathikus-Modus und deswegen wollen wir die Patienten, dass die sich eine Woche frei nehmen. Wir machen einen Tag vor der OP die erste Infusion. Und dann nochmal 3 bis 4 Tage Nachbehandlung, auch in unserer medizinischen Abteilung, auch medizinische Nachbehandlungen. Und wir nennen das My Swiss BioHealth Week, dann verstehen die Patienten das. Und nachdem wir immer alles auf einmal machen, ist das für die Patienten auch verständlich oder planbar und kalkulierbar, dass sie sich da entsprechend die Zeit frei nehmen. So. Dann gehen wir jetzt hier nochmal eben auf die Situation drauf. So, nimm du mal kurz den und ich nehme den hier. So,
So, also ich denke, postoperatives Ergebnis. Okay, lassen wir es so. Ja, das kann sich, okay, freeze, kann sich sehr schön sehen lassen. Ja, gut, prima. Da bedanke ich mich beim Team und bei dir, als Patientin, vielen Dank. Gell? Die Mädels werden damit ja gleich noch die Nachbehandlung alles weitermachen und so. Und wir kontaktieren dann eh wegen den weiteren Schritten. Und ich komme jetzt gleich rüber in unseren Technikraum und werde da noch die Fragen aus dem Chat beantworten. Danke. So, also, wir haben noch ganz kurz die Fragen zu beantworten, die uns die Teilnehmer gestellt haben. Zwei Fragen, also immerhin zwei Teilnehmer. Wie werden die Patienten supplementiert 4 Wochen vor der OP? Wir haben ein Protokoll entwickelt, wir nennen es Basic Immun, zusammen mit Dr. Klinghardt, einer der bekanntesten, besten biologischen Ärzte weltweit, arbeitet in Seattle, wo wir den Patienten 4 Wochen vor der OP bis 4 Wochen nach der OP mit einer, ich sage jetzt mal, gewaltigen Menge an Mineralvitaminen zuschütten, so ein bisschen nach der Schrotschussmethode. Reicht auf jeden Fall, ist sehr hoch dosiert, aber für diesen Zeitraum, 8 Wochen, kann kein Schaden entstehen. Wir sagen immer, schlimmstenfalls hat der Patient teuren Urin. Den wesentlichen Faktoren sind natürlich klar, Vitamin C ist drin, ist L-Arginin drin für die Durchblutung. L-Arginin für die Durchblutung mit drin. Wir haben natürlich Magnesium drin, das wir dringend benötigen. Das macht den Patienten auch ruhig und entspannt, den Parasympathikus. Wir haben Zink natürlich drin für das Immunsystem. Wir haben Vitamin K2 drin. Das ist den Einbau von Calcium in den Knochen und damit den Ausbau aus den Arterien, also tolles Medikament auch gegen Arterienverkalkung drin, immer zusammen K2 eben mit Vitamin D3, unser wichtigstes Medikament beziehungsweise Hormon. Nach Aufnahme in den Körper ist Vitamin D3 ja kein Vitamin mehr, sondern ein Hormon, steuert etwa 10.000 Genprozesse und ist damit der Faktor schlechthin für das Immunsystem. Das wird immer mehr in der Medizin, in der Zahnmedizin speziell erkannt. Es gibt eine tolle Studie von Chokrun, Kuri und Kuri und noch einige andere, die das sehr deutlich zeigen, dass quasi 100% aller Misserfolge, die auftreten, die haben einfach einen Vitamin D3-Mangel und wir bekommen hier nicht mehr genügend Vitamin D3 ab mit unserer Lebensweise in unseren Breiten.
Da gehen wir extrem intensiv drauf ein in unseren Kursen, die 2 Tage biologische Zahnheilkunde und Keramikimplantate hier in Kreuzlingen in unserer Klinik, also gerade hier auf der anderen Seite des Parkes und in unserem CCC-Center das gesamte Protokoll. Und so erhalten die Patienten diese Supplements, die haben wir so abgestimmt, dass die schon die fertige Dosierung haben, Tütchen morgens, Tütchen abends. Morgens sind die Sachen drin, darum nennen wir das Morgentütchen Energy, die Kraft und Energie geben, wie Vitamin C und Vitamin D3. Abends sind die Sachen drin, die müde machen, die einen entspannen, wie L-Arginin und Magnesium und Zink und solche Dinge. Das wäre die Frage. Die zweite Frage, wir haben jetzt ein 1.1, also einteiliges Implantat gesetzt, das einfachste der Welt. Wir haben es gesehen, wir präparieren das wie einen natürlichen Zahn. Auch später in der Prothetik ist es einfacher und schneller als ein natürlicher Zahn, weil wir müssen ja keinen, nicht auf Nerv Acht geben, müssen keine Karies entfernen, keine Aufbaufüllung machen. Bei 2.0 Implantaten, das sind ja auch Tissue-Level-Implantate, genau genommen, der untere Teil des Abutments ist die breite Tulpe, ist ja schon da. Das ist also eigentlich nicht ein zweiteiliges Implantat, sondern ein Dreiviertel-Implantat, in der nur der Pfosten oben, der Post, kommt oben drauf. Sehr gut vergleichbar mit dem Tissue-Level-Implantat von Straumann früher, das für mich das beste Implantat aller Zeiten war in Titan. Es hat natürlich ästhetische Einschränkungen, aber rein von der parodontalen Situation her absolut perfekt, weil einfach die Krone auf dem Implantat zementiert wurde und nicht auf einem Abutment und nochmal eine Spalt zwischen Abutment und Implantat vorhanden war. Jetzt haben wir Keramik, ästhetisch perfekt, können es shapen, können es präparieren, von daher optimale Situation. Dieses Abutment, eigentlich sollten wir es nicht Abutment nennen, sondern Pfosten, wird zementiert und verschraubt. Manche Kollegen tun es auch nur zementieren. Ich zementiere und verschraube Hosenträger und Gürtel und ich muss es da nicht festhalten, sondern Ketag rein, draufsetzen, festschrauben, nächstes, geht sehr, sehr viel schneller. Und dadurch, dass die Krone ja eh zementiert wird auf dem Implantatrand, macht es ja keinen Sinn, irgendwas reversibel verschraubt. Reversibel verschraubt heißt für mich einfach, die Lösung des Problems ist gleichzeitig auch die Ursache des Problems, kennen wir auch aus der Titanimplantologie, Schraubenlockerung, die ja das Problem der Schraubenlockerung dann wiederum löst, ist ja auch die häufigste Ursache, die häufigste Komplikation, die auftritt. Dann soll ich ganz kurz noch einen Hinweis geben, dass man optional noch am Ende auf der ZWP-Online-Seite die CMWE-Fragen beantworten kann. Die Erklärungen habe ich irgendwann im Laufe der letzten Stunde mal schon mit einfließen lassen, unauffällig. Also wer zugehört hat, kann es ganz einfach beantworten und bekommt dann eben auch einen Fortbildungspunkt. Wir machen weitere Live-OPs, werden im Abspann, werden wir sehen. Wir haben noch 6 Termine dieses Jahr, machen jeden Monat eine Live-OP, immer in Kombination mit unserem Kurs hier im CCC Ceramic Competence Center der Firma SDS with Dental Solutions. Die ersten 2 Stunden, 9 bis 11 Uhr Live-OP. Und hier scheint noch eine... Wie funktioniert der Verschluss ohne Periostschlitzung genau? Wahrscheinlich geht es hier um das Brushen, eine absolut geniale Technik, die von Alain Simon Pierre aus Monte Carlo erfunden wurde. Wir haben das kürzlich vor 2 Wochen eine große OP zusammen gemacht mit 10 Sofortimplantaten, Sofortversorgung, Full Arch Oberkiefer. Und Chuck Kroon, der auch das PRF entwickelt hat, hat da tolle Instrumente entwickelt, die sind noch nicht verfügbar. Da ich die beiden recht gut kenne, werden wir die Ersten sein, die die Instrumente bekommen. Ich habe die natürlich schon und wende die schon an. Das sind Instrumente, mit denen ich das Periost dehnen kann. Wir müssen uns Folgendes vorstellen, wenn Sie einzelne Gummiseile nehmen, dann können Sie die relativ einfach dehnen. Wenn Sie jetzt aber 10.000 Gummiseile so miteinander verkleben, dann ist da kommt eine wahnsinnige Kraft zustande. Und genau das ist das Periost. Das Periost sind eigentlich Gummifasern, elastische Fasern, die aber verklebt sind. Und wenn wir jetzt das von innen brushen, also mit diesen speziellen Instrumenten wie Schaben,
dann sehen wir, plötzlich gibt es nach und wir können das Periost gewaltig dehnen, bis zu 1,5 cm. Palatinal sind es nur ein paar Millimeter. Das heißt, wir machen keine vertikalen Schlitz mehr, was ja auch für einen Patienten sehr viel Morbidität mit sich bringt. Wir machen keine Periostschlitzung mehr, die sehr viel Schwellung, Morbidität mit sich bringt, natürlich die Blutversorgung unterschneidet. Wir brushen und dehnen die Schleimhaut so viel wir wollen und können es dann perfekt vernähen. Dann gehen wir hin, machen apikale Matratzennähte, um den Zug wegzunehmen, damit die Papillen oben nur ganz locker oben drauf liegen, möglichst sogar fast ein bisschen mit Abstand, denn der Knochen folgt dem Periost. Machen wir kräftige Nähte über die Papille und drücken auf den Kieferkamm, dann wird es zur Resorption führen, gar keine Frage, biologisches Prinzip. Wenn wir den Zug über die apikalen Matratzennähte abfangen und die Papillen recht locker vernähen, dann können wir sogar Knochen gewinnen. Und wir sehen, die erste Patientin, die wir hier interviewt haben, da hatte ich die gesamte Front massiv gedehnt, vielleicht einen Zentimeter. Und man hat sie heute gesehen, 3 Tage später, und sie hat gesagt, keine Schwellung. Sonst bei der ganz normalen Implantation, die sie hatte, vorher hatte sie jedes Mal massive Schwellungen. Also ganz, ganz tolle Technik. Kann man hier bei uns im CCC eben, wird hier vorgestellt, und auch die Instrumente haben wir hier dann in Kürze verfügbar. Ja, damit denke ich, wenn keine weiteren Fragen mehr reingekommen sind, sind wir hiermit am Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war für uns ja aufregend nicht, weil wir ja jeden Monat eine Live-OP haben und einmal im Monat eine Woche lang die Hospitanten da haben, die alles sehen, was wir tun. Aber trotzdem muss man natürlich schauen, dass alles flüssig läuft. Wir sind begeistert, wie das heute lief, und ich hoffe, Sie haben alle sehr viel Spaß gehabt und ich habe Sie neugierig gemacht auf Keramikimplantate, auf biologische Zahnheilkunde, darauf, dass unser Beruf wirklich extrem toll und erfüllend sein kann, und würde mich freuen, Sie hier bei uns im Ceramic Competence Center bald begrüßen zu können. Und vielen Dank eben auch an Ömus, die mit ZWP Online dieses Konzept auf die Beine gestellt haben, Full HD Livestreaming direkt aus der Klinik. Ich glaube, ein absolut geniales und zukunftsweisendes Konzept. Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende Ihnen allen.